Habe ich schon gesagt, dass die Stimmung krass war? Anders krass! Hi, ich bin Lena. Was ich hier mache? Ich mache mich warm. Wofür? Für den Humprider. Denn da wird's heiß. Let's go! Auf die Plätze fertig. Endlich geht es los. Die Vorfreude riesengroß. Wohin wir rennen? Zur Handball-EM. Die Deutsche Bahn lässt uns hängen. Doch davon lassen wir uns nicht bezwängen. Let's go! So, bin jetzt angerannt und super gespannt. Let's go! Lena, bist du eigentlich aufgeregt? Aufgeregt? Come on! Ich bin richtig aufgeregt. Weltrekord. Was für ein Weltrekord? Heute sind 53.000 Leute hier im Stadion. Das gab's halt noch. Die haben sich nicht lumpen lassen, haben die Merkur-Spielarena umgebaut, dass so viele Leute wie möglich das Spiel gucken können. Wie geil ist diese Ausgangssituation, bitte? Ich bin mittendrin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich bin so bei einer historischen Sache dabei. Okay, hi. Willst du mit drauf? Komm mit drauf. Komm. Gerade angekommen. Ja, das ist auch gerade angekommen, ne? Ja. Und wie war es so ohne Bahn? Bist du mit Bus gefahren? Lief gut? Ja. Das freut mich. Habt ihr Lieblingsspieler? worauf freut ihr euch am meisten heute? Gewinn. Ja. Danke, das gehört mir. Viel Spaß. Diese Arena ist so groß, ich verlaufe mich sogar schon beim Reinkommen, beziehungsweise beim Davor-Treffen mit Paul. Ey, Leute. Ich bin Lena. Euch sagt jetzt mein Gesicht nicht? Na, dann müsst ihr wohl mal die anderen beiden Stadion-Vlogs auschecken. Checkt die Links aus. Aber wir können auch erstmal hier dran bleiben. Handballregeln. Es werden zwei Halbzeiten gespielt, je halbe Stunde. Der Ball muss geprellt werden, alle paar Schritte. Und die Mannschaft mit den meisten Würfen hat gewonnen. Im Zweifel auch die Mannschaft mit den lauteren Fans. Persönlich bin ja nur keine Handballerin geworden, weil meine Hände so klein sind, dass ich den Ball nicht mit einer Hand halten kann. Passen besser in einen Boxhandschuh rein. Deswegen hat es bei mir bei der Handballkarriere gescheitert. Naja, irgendwas ist ja immer. Der erste Blick ins Stadion rein. Ich bin richtig gespannt. Oha. Wow. Plätze im Handballstadion. Noch nie gesehen. Was meinst du, wie viele sind da? Okay. 53.000 Leute im Stadion. Cool. Okay, das ist krass. Wir sind mit unserer ganzen Handballmannschaft hier angereist. Wie feuert ihr die Mannschaft an? Wir schreien so laut, wir können uns saufen dabei, muss ich sagen. Ja. Klasse, wenn ich euch frage. Ey, seid ihr. Wir sind ganz viele, wir sind 100 Leute. Okay, weil ich schreie auch mit, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Ich habe schon zwei Nationen gespielt und das ist jetzt schon sauvoll. Gucken, ob ich noch an meine Stadionbrezel komme, um die zu bewerten, weil natürlich wollt ihr wissen, wie die Stadionbrezel schmeckt. Es ist so voll. Die Brezeln sind leer. Ja, da vorne. Dass ich keine Brezel gerade finde. Wisst ihr, ich könnte schreien. So ein großes Handballspiel ist für uns alle Neuland und da muss man auch einen Preis für zahlen. Zum Beispiel, dass wir zu wenig Brezeln haben. Ist okay, ist eine Teamleistung hier. Ich verzichte, für den Weltrekordversuch verzichte ich. Es wird nochmal eine Müsli-Riegel versorgt und der tut's auch. Bin gestärkt für die Eröffnungszeremonie, die gleich beginnt. Schnell rein zu meinem Platz. Ich hab's rechtzeitig geschafft, klar. Da stehen gelb bekleidete Leute, was könnten sie für eine Performance machen? Vielleicht werden sie einen Handballball darstellen. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe gesehen, die gelben Leute gehören zu keiner Performance. Die gehören zu einer Marke. Schade. Ich hätte sie auf dem Feld gesehen, sag ich euch ehrlich. Anscheinend hat jede Nation ihren Fansong. Das finde ich ja super spitze. Hiermit bewerbe ich mich, einen Fansong für Deutschland zu schreiben. Deutschland Handball ist genial. Auf dem Spielfeld einfach brutal. Sie werfen jedes Tor. Deutscher vor. Der Song holt mich nicht ab, aber eine Performance kann man trotzdem hinlegen. Jetzt kommt unser Fansong. Achso, die Toten Hosen machen also den Fansong von denen. Okay, holt mich jetzt noch gerade ein bisschen ab. Über die Brücken, bis hin zum Weltrekord. Wenn man sich mal überlegt, dass das hier eine normale Turnhallengröße ist, dann ist hier schon viel los. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich so eine Show filme, fühle ich mich immer besser wie eine Mutti. Wisst ihr, was ich meine? Hab ich alle drauf?
Ich könnte es nicht besser sagen. Könnte es nicht. Klasse. Ey, das ist einfach falscher Kanäler. Damit haben wir nicht geredet. Das ist heute falsche Kanäler live hier. Wow. Handball. Weiß, dass du übertrieben Handball-Fan bist. Ich bin ja mega Konzertfan. Da muss ich auch sehen. Guck mal, die Schweizer tanzen auch zu falscher Kanäler. Crazy Tanzstil, aber okay. Liebe Deutschland-Fans, wie ist die Stimmung? Der Stadionsprecher hat gerade noch ein paar Regeln erklärt. Er meint, also Zuschauerregeln. Wenn 2 Minuten Strafe sind für Deutschland, stehen wir alle auf, um das Team zu unterstützen. Und 60 Minuten laut sein, kann ich machen. Kein Problem. Wie geil das sein muss, du läufst hier rein und 50.000 Menschen schreien deinen Nachnamen. Mega. Kenn ich, ist mir neu. Jetzt geht's los! Das erste Tor ist gefallen für uns. Alle Hände hoch. Alle 100.000. Reimann, there is a 2-minute suspension against Germany, number 11, Sebastian Reimann. Und alle stehen auf. Die da fangen an zu trommeln. Und die machen mit, die machen mit, die machen mit, die machen mit. Erste Halbzeit ist um. Ehrlich, ich bin überwältigt. Ich meine, die Kommentare schreiben, ob die Stimmung rüberkommt. Also ich versuche es ja gut einzufangen, aber es kommt ansatzweise rüber. Zeigt mal eure Socken. Komm, Freunde. Habt ihr die selber gestrickt? Ja, ja. Was ist euer Eindruck zur ersten Halbzeit? Mega. Super. Andi Wolf, klasse. Andi Wolf mit Nummer. Richtig starke Leistung. Das ist der Kerl. Habt ihr gesehen, dass er immer schon Wasser trinkt, wenn er... Das. Ein bisschen Therapie. Was ist eure Voraussage für die zweite Halbzeit? Die Schweiz ist richtig an auf die Mütze. Ja. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Die Stimmung ist anders, oder? Ja. Handball ist anders, das siehst du. Mit welcher Sportart du bist, das anders. Hier beim Handball ist auch anders, sage ich euch. Ich bin jetzt wieder mit 7 Toren. Auszeit, Wuppe läuft, alle stehen auf, alle feiern. Wir haben vorhin mit Team Deutschland Leute gefragt, wer der Lieblingsspieler ist. Viele haben Andi Wolf gesagt und das ganze Stadion geht auf jeden Fall mit. Das ganze Stadion singt seinen Namen, das muss so cool sein, ey. Also für ihn. Ich hab Gänsehaut, überall. Die letzte Spielminute läuft, alle stehen. Alle klatschen. Wahnsinn. Meine Kamera ist zu schlecht dafür. Es sind wirklich bis da oben. Es klatschen alle. Wow. Erste Eindrücke, habe ich schon gesagt, dass die Stimmung krass war. Anders krass. Es waren 53.483, Spaß, ich weiß die genaue Zahl nicht. Leute, Menschen, Fans, alle waren dabei. Es muss so geil gewesen sein, zu sein, da zu spielen. Ich merke selber so, ich bin jetzt bei der 3. Veranstaltung und ich sage Ähnliches. Da kann ich jetzt nur mal eben appellieren, Leute, besucht Sport. Ich stehe jetzt hier im Verlassungsstau. Also ich muss jetzt direkt nach dem Spiel aufnehmen, sonst sind die Emotionen. Ich brauche die frischen Emotionen. Und mit dieser Stimmung werden wir 100%ig Europameister. Also es war so beflügelt. Ohne Witz, alle haben mitgemacht. Alle. Es war krass. Sport ist so geil. Oh. Angenommen,
jemand hätte dieses Handballticket bei McDonald's Monopoly gewonnen. Hat sonst nichts mit Sport am Hut. Selbst der wäre da aufgestanden, hätte bei jedem Tor einen Freudensprung gemacht, hätte sich gehighfived mit irgendeinem Nachbarn. Da mussten alle mit. Guten Morgen. Gestern gar nicht mehr Tschüss gesagt. Deswegen, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr fandet, dass die Stimmung rüberkommt. Ich hoffe, ich kann die Stimmung gut rüberbringen. Die Handball-EM läuft jetzt. Abonniert den DHB-Instagram-Kanal. Bleibt auf dem Laufenden. Supportet die Mannschaft. Deswegen schaut da vorbei. Schaut bei Spielen vorbei. Habt viel Spaß im Leben. Bis dann. Putz! Deutscher vor! Deutscher vor! Ich stehe hinter ihm. Ah, ich verstehe. Es muss mehr zum Mitschreien sein.